die insgesamt gerade mal 7.000 Menschen, die im Bereich Lotto, Spielbanken, Außerwetten beschäftigt sind beim Staat, und unsere 70.000 Mitarbeiter in unserer Branche sehen dann einen Unterschied, 1 zu 10. Dass dort aber die Verantwortlichen mit aller Macht an ihren Gründen festhalten, das kann man verstehen. Bloß die Mittel, die hier angewandt werden, sind einfach nicht hinnehmbar. Und dann kam die Spielverordnung, die neuen Geräte kamen an den Markt. Der Unterschied ist, dass heute nach der letzten Studie des Fraunhofer-Instituts noch 11 Euro pro Stunde eingenommen wird, also die Hälfte. Jetzt könnte jeder Außerstehende sagen, man muss ihn viermal irgendwie